Alter, was geht ab, Leute? Hier. Wir testen heute Döner, die Franklin nicht testen wollte oder nicht essen wollte. Der hat mal eine Challenge gemacht, das war schon ein paar Jahre her, Corona-Zeiten. Alle Döner auf der Schleißheimer Straße essen. Ich befinde mich an der Schleißheimer Straße in München. Ihr könnt es im Titel lesen. Ich werde jeden Döner essen, der mir in die Quere kommt. Ich komme aus diesem Gebiet hier und dachte mir, ja, wieso hat er den Döner nicht gegessen? Also drei Döner hat er nicht gegessen. Soll jetzt kein Diss sein, weil irgendwann später ist er mal abgebogen und hat einen Döner extra gegessen. Aber der gilt als extra Döner, falls ich mal irgendeine Dönerbude vergessen sollte. Ich dachte mir halt so, ey, das ist meine Hut. Wieso isst er diesen einen Döner nicht? Zwei Döner sind an und in einem Einkaufszentrum. Okay, kann man übersehen. Aber laut Google Maps sind die in der Schleißheimer Straße. Und jetzt dieser Döner hier direkt an der Straße. Zufällig auch der Lieblingsdöner von Oksana. Sie nervt mich schon die ganze Zeit. Yo, wann testest du endlich meinen Döner? Fährst überall hin, aber isst nicht den vor unserer Haustür. Jetzt ist es soweit. Packen wir es heim, Leute. Tja. Junge, ey. Schaut mal dieses Brot an. Sieht so alt und trocken aus. Na, Aufnahme für euch, Leute. Die Soße ist tatsächlich sehr gut. Davon schwärmt Oksana. Aber das Brot und das Fleisch sind einfach alt und trocken. Das ist so ein Döner, der braucht diese ganzen Soßen. Die Soße ist verdammt geil und die macht das Ganze erträglich. Der Rest taugt leider gar nicht. Aber die Soße rettet es. Die Soße ist verdammt geil. Das Fleisch ist katastrophal. Brot katastrophal. Soße ist Bombe. Der ist eiskalt, obwohl wir den vor einer Minute gekauft haben. Ich muss den in mein Ding tun. In mein Airfryer. Bisschen aufgewärmt. Das ist akzeptabel. Für Feiertag. Ja. Die Soße ist halt echt geil. Mehr gibt es für diesen Döner nicht zu sagen. Es gibt schlimmere. Aber in die Tops kommt er auf jeden Fall nicht. Da hat Franklin nichts verpasst. Vielleicht wurde er sogar gerettet. Digga, echt schlecht geschnitten. Ich meine, kostet nur 6 Euro. Das Fleisch ist so alt und trocken, Mann. Wie Beef Jerky. Naja. Der Döner ist eine 2 von 10. Die Soße gibt ihm plus 2 Punkte. 4 von 10, immer noch unterer Durchschnitt. Also unter dem Durchschnitt, aber die Soße ist geil. Der Rest Katastrophe. Da hinten fängt die Schleißheimer Straße an. Geht hier runter. Dann kommt da die Döner, die Franklin getestet hat. Plus den, der nicht getestet hat. Und hier direkt an der Schleißheimer, das ist mega. Da hinten ist ein Döner. Und da drin ist ein Döner. Der Döner von gestern kam mir übrigens nicht so gut. Also gut, dass er den verpasst hat.
Jetzt fängt man den Döner unten im Mega ab. Seitdem Franklin dort war oder beziehungsweise dran vorbeigegangen ist, gibt es jetzt Berliner Döner dort. Also den hätte er so oder so in der Form nicht getestet oder nicht bekommen. Willkommen im Mega, Leute. Diese Shots sind so fake, Mann. Ich hatte keinen Bock, nochmal die Tür aufzumachen und rauszugehen. Ich habe schon alles ausgepackt, ich habe Hände gewaschen, ich war pinkeln. Feueralarm-Ding, Feuermelder habe ich ausgemacht, weil der hat angefangen zu piepen. Alles in den Kühlschrank getan und dann habe ich diesen Shot gedreht. So sieht aus, Leute. Berliner Döner. Ich teste ja alle Berliner, also ich teste viele Döner, aber auch alle Berliner Döner in München. Deswegen habe ich den schon getestet. Meiner Meinung nach der beste hier in der Umgebung. Aber die Leute hypen Lokos, der direkt neben mir war, der dritte, der in diesem Video hier noch kommt. Ich könnte mir eine Soße verzeihen. Aber Welten zwischen dem und dem ersten. Das ist aber ziemlich trocken. Der hier mit der Soße von gestern. Boah. Alles fresh, alles geil. Fleisch auch geil, Brot geil. Leichte Säure auch geil. Aber so ein Klecks Soße hier in der Mitte. Ja. Also ich finde den trocken. Sonst ist gut. Den kann man sich öfters gönnen. Kostet 57, ja. Also das erste Mal war auf jeden Fall viel besser. Ich habe auch die Soße viel ausgemacht. Hier fehlt auf jeden Fall Soße. Brot auch nicht so geil knusprig wie beim letzten Mal. Also inkonstant. An sich solide alles. Aber ja. Man kann noch Feintuning betreiben. Damit alles wirklich passt. Also kann durchaus sein, dass Lokos doch besser ist. Das werden wir noch erfahren. Oh, ich habe ein bisschen Soße geschmeckt. Mann ey. Mit Soße würde der so gut kommen. Furz, trocken, Digga. Mit Soße wäre der Bombe. Mann, ey. Mal schauen, was Lokos kann. Schaut, da ist die Schleißhammer. Offiziell laut Google Maps Schleißhammer. Nach den ersten 200 Metern habe ich was Lustiges gefunden. Schaut mal her. Ihr dachtet immer, Papa Platte ist Streamer? Falsch. Der Fake-Shot, wie man nach Hause kommt. Haha. Tada. Digga, die waren so schnell. Ich habe gezahlt. Direkt eine Sekunde danach, welche Soßen. Normal zahlst du, dann wartest du kurz. In der Zeit filme ich so den Spieß. Keine Gelegenheit gehabt. Lustigerweise empfehlen mir einige Zuschauer und Follower Lokos. Ich sag denen dann immer, yo, ich komme von hier. Ich finde ihn nicht so geil. Jetzt mit der gelben Currysoße. Sollte ich unbedingt testen. Kuss geht raus an den Kollegen, der mir die gelbe Currysoße empfohlen hat. Brot sieht schon mal nicht schlecht aus. Sieht auch saftig aus. Genug Soße ist am Start. Nicht so wie beim letzten Mal. Okay, Leute. Oh. Wie ein Schmidti sagen würde, wir gehen rein. Brot ist sehr chewy. Manche stehen drauf. Ich finde es ein Ticken zu dominant.
Ist lecker. Currysoße ist geil. Brot ist nicht mein Fall. Bevorzuge ich den unten. Der mega. Da bevorzuge ich das andere Brot vom zweiten Laden. Also so ist der hier schon besser als der zweite. Aber wenn der zweite ordentlich Soße drauf getan hätte, wäre der zweite aber besser. Der ist solide, kann man immer gerne essen. Ist ein geiles Teil. Also den hat Franklin verpasst und das ist auf jeden Fall der beste am Anfang der Scheißheimer, also vom oberen Teil. Der war Nordgrill, kann gar nichts. Dieser Nemetika kann gar nichts. Beide Nemetika können nicht viel. Er war bei Sultan, der kann auch gar nichts. Wie damals, wo er das Video gedreht hat, der unten im Mega konnte auch nichts. Der war ja noch nicht Berliner Döner-Style. Aber den hat er verpasst, ja. Bisschen mehr Fleisch wäre vielleicht nicht schlecht. Weil hier ist jetzt sehr salatig der Biss. Aber hey, wir sind im Norden. Zum Beispiel hier, das hier, da ist gar nichts mehr drin. Das ist aber geil, ist ein solides Teil auf jeden Fall. Da kann man schon sagen, der Döner hier schmeckt. Aber ich muss echt sagen, das Brot taugt mir nicht. Hat die gelbe Soße, um ehrlich zu sein, nicht so oft rausgeschmeckt. Da hat es eigentlich jede andere Soße auch getan. Nichts Weltbewegendes, aber man kann nicht meckern. Wenn man hier in der Nachbarschaft wohnt, dort sich ab und zu Döner gönnt, geht fit. Döner, die Franklin nicht gegessen hat. Keine Ahnung, warum er die übersehen hat, aber wie gesagt, das soll kein Entlarv-Video oder so werden. Der Mann hat genug, mehr als genug Döner gegessen. Geschmacklich aber, muss ich sagen, da ich alle Döner im Norden kenne von München, das waren schon die besseren. Also die Döner, die er gegessen hat, waren deutlich schlechter. Und aus irgendeinem Grund feiert Oksana, meine beste Freundin, den ersten Laden. Und alle Kennex aus dem Norden feiern Lokusdöner. Der ist solide, aber im Gesamten von München gibt es auf jeden Fall einige, die besser sind. Aber das war für die Kennex im Norden und für Oksana. Das war's von mir. Wie immer, like, subscribe, kommentieren. Check die Videos, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem nicht aktiven Zweitkanal der Mine. Das ist das Business und ciao.